Na Jul, wie ist es so als Busfahrer? Also ich bin besser ausgewöhnt. Wir werden sehen, ob wir ankommen, oder? Schauen wir mal. So, ich übernehme jetzt in die Kamera. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt ins erste Hotel. Wo fahren wir hin? In Puff? Ins erste Hotel! Was hat er gesagt? Wir müssen bezahlen. Ah, we have to pay. Okay, sorry. Jul denkt sich so, wir kommen hier gratis raus, oder? Ja, aber wir haben halt das Auto eine Sekunde gehabt. Deswegen denke ich mir, ich find's halt asozial. Es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt geparkt, sondern wir haben einfach das Auto geholt. Ist das cool, oder? Nee, weiter. Jetzt geht's ab ins Zimmer. Wir starten mal mit der Roomtour. Hier kommen wir gleich in das Badezimmer und das ist so groß. Hier weiter haben hier eine kleine Küche. Also ich bin jetzt ins alleine Zimmer. Da ist das Schlafzimmer. Das schaut auch cute aus. Ich glaube hier kann man... Oh, ich habe einen Balkoni. Wir schauen uns gleich die Aussicht an. Was sich da eingefunden wird, weiß ich noch gar nicht. Mal gucken. Fun Fact, ich habe ewig lang mein Hotelzimmer gesucht, weil ich dachte, das heißt, also Spiegelverkehr, aber ich dachte, das heißt 3409 und hier gab es nur bis 3408 und ich dachte, ich muss irgendwo anders hin. Aber ich habe mein Zimmer nicht gefunden. Ich bin bei der Rezeption angerufen und die so, well, dann ist das wohl eine 3. Also wir sind jetzt beim Golfen. Jonas hat, oh Digga, ich zoome ja die ganze Zeit. Jonas kann schon echt gut golfen. Chiara, Jule und ich golfen zum ersten Mal, aber dafür machen wir das eigentlich ganz gut. Chiara, willst du einmal vormachen? Ey, der ist getroffen. Das ist ein Minigolf. Mann, lass mich doch erstmal. Komm, Jule, jetzt du einmal. Zeig mal, was du kannst. Jetzt für deine Community. Für die Gamer. Für die Gamer. Ey! Der rollt. Anna ist dran, gib jetzt alles. Okay. Ich schätze 50 Meter. Ja. Oh, das war nichts. Okay, jetzt. Ey, Alter, das war voll gut. Toll gemacht. Stabil. Was war deine Mission? Ich wollte schlagen einfach. Are you ready for Salsa? Oder nicht? Sasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier beim Naturpool angekommen. Schaut geil aus. Mal gucken, wie kalt es ist. Hola, was geht? Auf den Ass, Spaß. Schön, dass er für YouTube. Hier sehen Sie eine Anna in einem Naturpool. Gehst du da jetzt rein, Anna? Was sind die Odds? 1, ich geh da rein. Geil. Nein? Wir dachten, wir sind hier am Popcorn Beach. Wo ist das Popcorn? Hast du was? Ich habe ein bisschen mehr erwartet hier. Also. Popcorn sehen wir da nicht. Und dann? Schaut mal an das Zuschauen, wie cool das ist. Ja. Wäre schön, wenn ihr auch hier seid. Aber nee, ob es bei euch genauso schön ist, I doubt it. Aber was glaubt ihr, wie viele Leute das schon gegessen haben hier? Das frage ich mich wirklich. Viele Kinder bestimmt. Mal getried. Soll ich probieren? Mach mal. So, Freunde, wir sind wieder am Hotel. Und gehen jetzt noch in den Pool? Ja. Erst haben wir uns Essen bestellt, weil wir lieben Essen. Wir lieben Essen und dann am Abend gibt es hier, was für Barbecue? Ich fühle mich wie in so einer Talkshow, wie wir so setzen. Also, welcome to our Talkshow. Oh mein Gott. Heute mit Jule und Anna. Anna Calamari. Und was für Barbecue gibt es? Mexican. Ernsthaft? Das wusste ich nicht, glaube ich, oder? Alter, mach mal in deinen Mund. Spritz mir in den Mund, Anna. Hast du Angst? Nee, Anna, kein Bock mehr. Nee. Moin Leute, was geht ab? Wir haben mittlerweile Hotel gewechselt. Wir sind jetzt im Aldiana auf Fuerteventura. Hier ist es sehr schön.
Ich zeig euch gleich das Zimmer. Ich wollte euch nur sagen, wir waren gestern surfen. Da blende ich euch das ein oder andere Video ein. Und jetzt zeige ich euch aber mal hier kurz mein Apartment. Haben hier das Badezimmer, das ist echt cute. Hier kommt man rein, man sieht das Sofa. Und hier waren wir gerade eben schon. Und da geht es dann ins Schlafzimmer, da habe ich schon geschlafen. Yeah. Und hier noch so eine süße Schminkecke. Wir sind jetzt beim Bogenschießen. Wir schauen mal, wie gut ich sein werde. Mein Pfeil bleibt nicht da oben. Euer Pfeil da oben raus. Ja! Ich kann das nicht loslassen. Ist das aber schon hier komplett einmal eingerastet hier, gell? Schon, dass es Klack macht. Ja, aber zu. Sag mal, das ist das Visier. 2, 3. Keine Ahnung, ich bin nicht. So, Freunde, unaufgeräumtes Zimmer. Aber ich habe mich fertig gemacht und wir gehen jetzt erst an den Strand, Abendessen und lassen den Abend ausklingen. Genau. Ich habe mir vorher eine Massage gegönnt. Juhu. Denn ich bin ein bisschen krank. Ich habe Halsweh und Husten. Und ja, dann dachte ich mir, gönne ich mir mal was. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt auf ein Boot. Ich würde jetzt sagen Calamari, aber das ist Hand um Mann, ey. Aber Calamari. Calamari. Von einer Skala 1 bis 10. Wie übel ist dir? 2. 0. Ich bin entspannt. 4. Ich würde sagen 4. 4 kommt hin. 4 kommt hin. Wir sind jetzt hier an einem abgelegenen Strand. Hier kommt man nur mit dem Boot hin. Und wir weilen jetzt hier noch ein bisschen. Die anderen machen Party und da stoße ich jetzt wieder zu. Jule, Alter, schon wieder am Ausrutschen. Nee, Jule hat keinen Bock mehr, Jule ist hier im Urlaub schon 5-mal ausgerutscht. Der Urlaub bzw. unsere Vacation endet jetzt so langsam. Wir waren heute noch auf einem Segelboot. Ich würde sagen, hiermit beende ich dann eigentlich auch den Vlog. Hoffe, er hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bye-bye.